Der Bombardier Challenge 650, das ist das gleiche Flugzeug, wie wir vorher hatten, einfach die neuere Version. Das gleiche Flugzeug, ausser dass im Cockpit einige Änderungen sind. Wir haben viel modernere Avionik. Hauptsächlich haben wir ein sogenanntes Head-Up-Display drin mit einem Enhanced Visual System. Das klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich nichts anderes als eine Infrarotkamera, wo man da vorne eine Kamera gesehen im Bug. Und mit dieser Kamera kann man einfach gesagt durch die Wolken durchschauen. Man sieht Wärme, das heisst zum Beispiel Pistenlampen. Und so können wir näher an die Piste fliegen, obwohl wir sie noch nicht sehen. Das heisst, bei schlechterem Wetter einen Anflug fliegen, den wir vorher nicht hätten können. Das Head-Up-Display macht das Fliegen einfacher. Ich muss nicht hineinschauen, wenn ich zum Beispiel die Fluggeschwindigkeit ablesen will, sondern ich kann nach außen schauen, die Umgebung sehen und kann gleichzeitig die Fluggeschwindigkeit, die Höhe und so weiter, ganz viele Angaben ablesen. Das sogenannte Enhanced Visual System ermöglicht uns, quasi durch die Wolken durchzuschauen mit einer Infrarotkamera. Alles, was warm strahlt vom Boden her, sehen wir. Wenn die Sicht am Boden aufgrund von Wolken schlecht ist, können wir mit dem Flugzeug, mit dem System noch anfliegen, wo andere Flugzeuge, die nicht ausgerüstet sind mit dem, nicht mehr dürfen anfliegen. Und das Head-Up-Display in Kombination mit dieser Infrarotkamera, das ist ein grosser Vorteil für uns, wenn wir einen Patienten repatrieren müssen und das Wetter schlecht ist an der Zieldestination zum Beispiel.